Und los geht's. Hi zusammen, Marco von Huawei Blog hier und wir müssen mal wieder reden. Dafür gibt es Huawei Talk, nach langer Zeit mal wieder, aber ja, mit aktuellen Themen rund um Huawei. Lass uns loslegen. Und das Thema, um das es mir hauptsächlich geht, weshalb ich sage, es ist mal wieder Zeit zu reden, ist das Thema Huawei macht Schluss. Huawei in Europa endgültig vor dem Aus. Was los? Es gab im letzten Monat, beziehungsweise teilweise auch schon im Oktober, Headlines, ich lese euch mal ein paar vor, steht Huawei in Europa endgültig vor dem Aus. Huawei nimmt Abschied. Android-Handys sind Geschichte. Oder auch Huawei-Handys, bald ohne Android und Google-Apps. Erster Satz, Huawei macht Schluss. Künftig wird es keine Android-Smartphones mehr geben. Leute, ich mach's kurz. Das ist Bullshit. Da sind wieder ganz viele Medien, die sonst überhaupt nichts mehr zu Huawei offensichtlich berichten. Außer es macht eine fette Headline und sorgt für viele Klicks. Sind wieder auf irgendeine indische sonst was Website reingefallen. Der Auslöser war offensichtlich die Präsentation von Harmony OS Next in China. Dort hat sich nämlich Huawei entschieden, mit dem nächsten Schritt bei Harmony OS, was ja bei uns immer noch kein Thema ist bei Smartphones, dass man da komplett weggeht von Android, dass man auch keine App-Unterstützung mehr hat für Android, dass man selber Entwickler sucht für Apps, für ein komplett eigenes Betriebssystem. Das, was also eh schon seit 3 Jahren immer mal wieder so in Diskussion, in Sprache war. Aber nochmal für den chinesischen Markt, wo es eh keine Google Mobile Services gibt. Global bleibt alles wie bisher. Das haben dann übrigens auch 2 Wochen später zumindest ein Teil dieser Medien verkündet. Damit konnte man ja vielleicht nochmal eine Headline machen, vielleicht auch nicht. Ja, und jetzt stehen wir da und haben, wenn ich das mal auf Google eingebe, Huawei Android als erste Headline genau eine solche. Eine Nachricht, die Nutzer komplett verunsichert. Ja, ich weiß, wir sind nicht in der Politik, wo wirklich viel, viel, viel mehr davon abhängt und wo wir das auch tagtäglich erleben. Aber warum verunsichere ich die Leute? In allen Bereichen, nicht nur in der Politik, sondern auch in sowas. Und die Nachrichten werden ja eben nicht relativiert. Ihr merkt schon, da reg ich mich richtig auf. Marco motzt, aber er motzt mal nicht über Huawei, sondern er motzt über die Medienlandschaft. Und womit? Mit Recht. Tja. Wir haben nicht über den ganzen Fall berichtet, weil wir gesagt haben, nee, das ist für uns nicht relevant. Jetzt sage ich natürlich, puh, doch, wir müssen doch drüber berichten. Wir müssen aufklären. Hey, wofür sind wir denn der Huawei-Blog? Aber worüber reden, klären wir jetzt eigentlich auf? Wir klären darüber auf, dass es im Grunde nichts Neues gibt, dass sich für uns nichts tut. So, tolle News. Die News ist, es gibt keine News. Jo, einmal tief durchatmen. Was ich aber in dem Kontext auch nochmal klar sagen will, was wir schon seit Monaten wirklich immer wieder gebetsmühlenartig betonen, auch wenn trotzdem immer wieder der ein oder andere uns widerspricht, in 2023 und ich glaube jetzt am 1. Dezember stimmen uns auch noch mehr zu, wird es keine Smartphones mehr von Huawei auf dem globalen Markt, auf dem europäischen Markt, auf dem deutschen Markt geben. So ist es. Punkt. Kein Mate 60. Wie es in 2024 aussieht, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Möglicherweise wird man es wie in diesem Jahr machen, dass man die P-Serie auch wieder bringt, aber wir wissen es noch nicht. Man konzentriert sich ganz klar jetzt, und das ist so ein bisschen eine Neuausrichtung, und das ist eine echte News, wobei es irgendwie auch eine logische Konsequenz ist, wenn sie auch seitens Huawei spät kommt. Man konzentriert sich auf Wearables. Auf die Watches, hier, die Ultimate, super. Ich hatte ja erst auch fast so eine Hassliebe, wie damals bei der GT3 Pro entwickelt, war wenig smart, aber als Taucheruhr, ey, phänomenal, super. Oder die neuen FreeBuds 3 Pro, mega, fantastisch, richtig großer Step, den man da gemacht hat. Die Werbeversprechen, die treffen endlich mal zu. Bin ich total euphorisch, enthusiastisch, nutze ich nur noch. Super.
Also auf Bewährtes, auf Gutes aufbauen. Damit, wo man eben noch bei den Konsumenten ja nicht nur punkten, sondern wo man auch Abnahme erreichen kann. Tja, und wie sieht es dann aus für die Zukunft? Was gibt es noch? Tatsächlich würde ich mal mit dem Ausblick noch bei 2023 starten, denn noch ist es ja nicht rum und Huawei hat da noch was im Köcher. Es findet auch übernächste Woche ein Event statt, ein globales Event und ja, da sind wir mal gespannt. Möglicherweise das, was von einigen von euch auch schon gefordert oder hoch erwartet wird, eine Watch GT 4 Pro, also auch hier wieder die Deluxe-Variante, sage ich mal. Der Rainer hatte euch ja die GT 4 schon vorgestellt, ist da auch echt begeistert von. War auch in Finnland beim neuen Health Lab von Huawei. Schöne Sache, die Wearables, die sind einfach super. Vor allem, wenn man sie als Sport-, Fitness-, Lifestyle-Tracker nutzt und nicht jetzt als diese richtigen Smartwatches, Funktionen, die eben Wear OS garantiert, wo ich dann wirklich komplett auch Mails bearbeiten kann, komplett eigenständig über Messenger agieren kann. Das haben wir nicht. Dafür haben wir bis zu 2 Wochen Akkulaufzeit. Wohingegen ich bei Wear OS oder auch bei Apple nach 1,5, maximal 2 Tagen wieder an die Ladestation muss. Hey, so findet jeder das, was er möchte. Was werden wir noch sehen? Ich denke, Matebooks. Matebooks haben wir auch jetzt länger nicht mehr gesehen. Da rechne ich auch damit, dass wir da nochmal was bekommen. Ich habe hier immer noch mein Matebook X Pro 2021 und ich hoffe, dass man da auf diese bewährten Serien, nicht nur die Pro-Serie, sondern auch die D-Serie, ich erinnere mich ans MacBook 16 oder D16, war ich total begeistert von, dass man da weitermacht. Das ist wirklich, wirklich gute Hardware und vor allem Microsoft darf man ja noch mit Windows verwenden. Da greifen die US-Restriktionen nicht, beziehungsweise es gibt eine Ausnahmegenehmigung. Und, ja, kleiner Teaser, was wir inzwischen schon rausgefunden haben, auch im Bereich Huawei Sound wird es was geben. Inzwischen geht es stark in die Richtung Kopfhörer. Aber, und das finde ich total spannend, es gibt noch keine echten Leaks. Ich durchforste jetzt seit 4 Wochen Weibo, den Kurznachrichtendienst in China, der noch nicht so versaut ist wie X oder Twitter. Aber es gibt nichts. Und das finde ich super. Ihr wisst, wer mir länger folgt, ich bin überhaupt kein Fan von Leaks. Es nimmt so ein bisschen die Vorfreude. Und hey, ich weiß, dass da noch was im Petto ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in die Richtung Sound und Kopfhörer geht, aber ich habe nichts Näheres. Deshalb bin ich total gespannt, was man uns da übernächste Woche zeigen wird. Spannend, wirklich hier so zwischendurch die Frage, wie seht ihr das? Leaks, alles konsumieren, alles vorab, was geht? Oder wirklich auch mal freuen, wenn es groß vorgestellt wird, wenn es präsentiert wird, wenn man Fakten hat, wenn man wirklich echte Bilder sieht? Was ist euch lieber? Tja, und dann, ihr wisst, Huawei Talk immer so ein bisschen 3 Aspekte. Würde ich gerne auch noch über Huawei Blog reden. 11 Jahre gibt es uns jetzt. Wir sind vorletzte Woche, 21. November, sind wir 11 Jahre geworden. Ja, ich habe mich gut gehalten dafür, der Rainer auch. 11 Jahre ist in dieser Branche eine verdammt lange Zeit. Wir haben einige kommen, einige gehen sehen. Aber hey, wir sind immer noch da und es soll weitergehen. Wir schmeißen die Flinte nicht ins Korn. Wir wollen weiter über Huawei berichten. Wir sind weiter von der Qualität, von der Marke überzeugt. Nicht bei allen Dingen, dann kritisieren wir auch. Aber es ist einfach toll, mit diesen Produkten im Alltag ja, zu interagieren. Auch im Bereich Smartphones. Bestes Beispiel aktuell. Ich darf das Mate X3 aktuell in so einem Langzeittest nutzen. Das habe ich mit den Vorgängern auch schon gemacht. Und ja, das macht einfach Spaß. Das ist tolle Technik. Und es ist auch schön, seine Eindrücke dann mit euch zu teilen und da auch Feedback zu bekommen. Wie seht ihr das? Bin ich da ganz allein mit meiner Meinung, mit meiner Einstellung zu Foldables? Ihr wisst, auch so ein Lieblingsthema von mir. Oder sehen auch andere das als die nächste Evolution im Bereich Smartphones oder Wearables insgesamt?
Was allerdings für uns auch ein bisschen schwieriger ist, ist natürlich, dass wir nicht mehr so ganz im Vordergrund stehen. Was heißt, wir können nicht mehr jeden Tag eine News bringen. Es gibt einfach nicht mehr jeden Tag eine News zu Huawei. Und logischerweise auch das Unternehmen ist durch die US-Restriktionen, die jetzt schon einige Jahre gelten, ein bisschen geschrumpft. Vor allem in diesem Consumer-Business-Bereich. Und auch unsere Kontakte sind weg und die muss man sich wieder neu aufbauen. Und es ist schwierig, sich solche Vertrauenskontakte neu aufzubauen und da Infos zu bekommen. Aber wir bleiben dran. Und was es auf jeden Fall weiterhin geben wird, sind auch Anleitungen, Hilfestellungen. Vor kurzem über die Kommentare eben die Frage zur Watch Ultimate und zum Thema Tauchen, wo ich wieder einen ganz tollen Austausch hatte. Oder zu dem Thema Komoot-Unterstützung, also sprich Touren, kann man die auf die Watch Ultimate übertragen. Da hatte einer unserer Leser die Info bekommen von beiden Supports, nee, geht nicht. Doch, geht doch. Mache ich einfach demnächst mal eine kleine Anleitung. Vielleicht betrifft es ja noch mehr von euch, die eine Huawei Watch haben und gerne auch Komoot nutzen. Ja, und was da sonst noch kommt? Hey, 2024, neues Spiel, neues Glück. Wir sind weiter dabei und schauen wir mal, was Huawei uns dann noch präsentiert und was wir euch dann entsprechend präsentieren können. Wie immer gilt, und damit kommen wir zum Schluss, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr sagt, Mensch, bringt doch nochmal das Thema oder Mensch, informiert doch mal dazu oder Mensch, was ist denn eure Meinung dazu? Hey, dann kontaktiert uns. Wir sind wirklich auf allen Plattformen vertreten, inklusive Blue Sky. Und schreibt uns an, stellt uns eure Fragen oder gebt uns Anregungen, was ihr euch von uns wünscht, Anleitung, Berichterstattung. Und ja, dann würden wir so verfahren, wie wir es in den letzten 11 Jahren gemacht haben. Wir gehen natürlich auf euch ein, weil wir sind Huawei. In diesem Sinne, ciao und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Marco.